Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing von Doctor Who, die fünf Doktoren. Diesmal ausnahmsweise auf DVD. Der Grund dafür ist, diesen Film, diesen Sonderfilm zum Jubiläum, gibt es leider nur auf DVD, weil der ist jetzt schon reichlich alt und da würde sich eine Blu-ray-Vermarktung sicherlich nicht so lohnen. Dennoch ist der Film sehr interessant, weil da kommen die ersten fünf Doktoren drin vor. Sondern als erstes sehen wir hier gleich, oh, mit über 6 Stunden Bonusmaterial und Fanbooklet. Ja, also Doctor Who-Fans kommen daran auf jeden Fall nicht vorbei. So, ja, erstmal in Deutschland auf DVD. Und das Ganze hat drei Discs. Die fünf Doktoren TV-Version, The Five Doctors, die fünf Doktoren Special Edition Version, The Five Doctors Special Edition und Bonus. So, weiter ein Bonus, ein Booklet mit Vorwort von Terence Dicks, deutsche TV-Fassung, Featurettes, Freudenfest, die Fäden, die uns verknüpfen und noch viel mehr. Deleted und Extended Scenes, Bildergalerien, Audiokommentare, Infotext. So, und mehr gibt es dann halt im Booklet. Das Ganze ist natürlich remastered, weil, wie gesagt, das ist halt schon ziemlich alt. Ja, genau, hier oben steht sogar, neben der Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge enthält die DVD auch die komplett überarbeitete Special Edition aus dem Jahre 1995 und die exklusive DVD-Premiere der deutschen TV-Fassung. So, das Ganze ist in Dolby Digital 2.0 zu hören, beziehungsweise Englisch auch in 5.1. Und natürlich im 1,33 zu 1, also im alten Fernsehformat. Da hat man dann halt links und rechts so ein paar Balken. Also ohne O-Ring sieht das Ganze so aus, auch nicht viel anders. So, und innen drin sieht man hier gleich die DVD 2 und 3. Und die 1 verbirgt sich sicherlich hier hinter. Yep. Also ein Wendecover ist auch vorhanden, ohne FSK-Logo. Das ist sehr vorbildlich. Ja. Sieht auch gleich viel edler aus. Bisschen mehr schwarz. Ja, hier noch ein Hinweis auf die fünf Doktoren. Also die Darsteller sind weitestgehend natürlich die Originaldarsteller von den fünf Doktoren. Außer natürlich der erste, der zu dem Zeitpunkt schon verstorben war. Der wurde dann halt von einem anderen Schauspieler dargestellt. So, das Booklet. Also hier gibt es gleich noch ein bisschen Werbung zu den ganzen Doctor Who DVDs, die vom Pandastorm rausgekommen sind. Also, ja, genau. Also zum siebten Doktor einige DVD-Staffeln und dann eben auch zum fünften Doktor dann das Booklet. Ja. Ist mit einem Vorwort von Terence Dicks gespickt, das er im Januar 2015 verfasst hat. Ja, also ein legendäres Bild, finde ich. Das hat halt Seriengeschichte geschrieben. Aus der TARDIS-Datenbank. Wissenswertes. Die fünf Doktoren und hier ein sehr schönes Bild ja, zu diesem Jubiläumsspecial. Richtig cool. Also die Extras auf DVD-1, Audiokommentar mit den Companions, ein Easter Egg, zusätzlicher Audiokommentar mit David Tennant, also dem 10. Doktor, den wir natürlich alle kennen, und Helen Rayner, Script Editor und Phil Collinson, Produzent. Ein isolierter Soundtrack. Soundtrack der Folge als separate Audiospur. Produktionsnotizen als englische Untertitel. Digital Remastered, Bild- und Tonqualität. DVD 3, da haben wir folgende Extras: Freudenfest, ein Blick zurück ins Jahr 1983.
und den Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie, Trailers und Continuity, Programmankündigungen der englischen Originalausstrahlung, deutschen Trailer, Bildergalerie, Radio Times Listings als PDF-Material, was man sich eben auf dem PC anschauen kann. So, das hier betrifft die Disc mit der Special Edition. Who's Who? Also Dr. Who's Who. Und da gibt es folgende Extras. Ein Audiokommentar mit Peter Davison und Terence Dix. Isolierter Soundtrack, Produktionsnotizen, die Fäden, die uns verknüpfen, fünf Doktoren, ein Studio, Outtakes, nicht so spezielle Spezialeffekte, Saturday Superstore, Blue Peter, Nationwide und Breakfast Time. So, das war's. Hier noch eine Danksagung. Ja, also sehr schön. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch im nächsten Unboxing-Video. Bis dann, ciao, ciao.